So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Crystal Chronicles. Diesmal müssen wir ja den Kelch weiterfüllen und wie ihr seht, Sekunde, da habe ich jetzt irgendwie gerade was falsch aufgeschrieben. Ich habe weiter gefarmt natürlich und wir sind jetzt hier soweit unterwegs mit der Sakura. Sekunde, ich habe auch schon einen Titel. Super. Aufbrechen. Entschuldigt, wie ihr seht, jeder hat alles genau gleich. Ich habe da so eine kleine Farmliste. Heute ist die Sakura dran. Und wollen wir mal gucken. Ich habe auch mit jedem das gleiche Equipment gefarmt, soweit es ging. Und jetzt sind wir in den Minen. Wird auch Jahresabschluss werden. When the grandfather of my grandfather's grandfather was still a child, no one in this land could challenge the might of the Liltees. They Liltees, die Rasse von dem Christopher Hensel, to bring the world under their dominion. But eventually, the mine was exhausted, and the Liltees' unstoppable conquest ground to a halt. The Liltees' ambition vanished along with the iron. They abandoned the mine, where monsters now thrive. Tja, da müssen wir rein. Die Minen von Katoriges. Alles klar. Los geht's. Na komm. So, die Sakura ist bereit. Wie gesagt, sieht man auch schon. Auch die, ich habe auch von den Artefakten her wirklich versucht, so gut es ging, die Affinität der einzelnen Charaktere reinzumachen. Das bedeutet, Sakura hat zwar eine Stärke von 32, Abwehr von 35, hat aber mehr Magie als die anderen. So, eine Phönixfeder ist ausgerüstet. Komm, dann nimm mal den Kram-Popo. Ich finde es ein bisschen gruselig, wie die läuft. Ja, das Problem ist, bis wir den ersten Kampfzauber bekommen, ist die Sakura einigermaßen hilflos. Deswegen war es mir auch wichtig, die anderen Werte nicht ganz so gering zu halten. Das wird sich natürlich später ändern, wenn wir fetten Zauber hier abkriegen. Ein bisschen im Kreis laufen. Na komm schon. Schön mit dem Hammerchen. Finde ich ganz goldig. Das Problem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte mit dem Christopher die Minen hier abgrasen sollen. Weil hier findet man nicht ganz so viele Zauber. Das ist doof. So wie gesagt, wenn man Dungeon zum ersten Mal betritt, so viel wie möglich abgrasen. Ich werde mir jetzt keine Mühe machen, diese Kupo-Dinger zu finden. Von daher, was zwischendurch passiert ist, auch wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas treffe oder so, irgendeine Karawane und die mir irgendwas Besonderes sagt und sagt, hey, yo, keine Ahnung, setz dich zu uns, gesell dich zu uns. Wir haben zum Beispiel im Stream-Modus habe ich eine Klavatt. Habe ich eine Klavatt-Karawane getroffen. So. Die hat mich dann eingeladen zum Picknick und so weiter und so fort. Das Problem ist, ich kann das nicht alles aufnehmen. Ist aber im... Toll. Ist aber in der Chronik versehen.
muss ich mal gucken, ob ich es schaffe, da mitzuwirken. Bedeutet, ob ich es schaffe, das vorzulesen. So, aktuell sieht man, das Ding geht nach hier unten, dann ist es weg. Wenn das weg ist, müssen wir uns das Ding wieder am Anfang holen. Deswegen nach oben hinschieben. Das Ding brauchen wir, um die Kisten aus dem Weg zu räumen. Keine Ahnung, warum wir unbedingt dieses Gerät brauchen. Ja, durch das Hin- und Herfahren und das Abgrasen dieser Dungeons, das werde ich im neuen Jahr mit jedem Charakter auch mindestens nochmal 2-3 Mal machen. Ich habe mir so vorgenommen, jeden Dungeon so 3-2 Mal abzufahren mindestens. Und den ersten Dungeon hatte ich mal 5 Mal abgefarmt. Das hat mir so einen Vorbus gegeben, dass ich den Pilzwald, den die Hino halt, wie heißt es, gemacht hatte, dass ich den nicht wirklich abfahren musste. Da gab es auch nicht viel Neues. Das bedeutet, Maximum 3 Durchgänge war vielleicht auch einmal zu viel. Weil zum Beispiel die Sakura hatte im dritten Run vom Pilzwald aus irgendeinem Grund auch immer, konnte sie keinen Artefakt mehr kriegen. Und ja, sowas muss ja dann nicht. Ja. Die Spezialangriffe von der Sakura sind nicht ganz so stark. Daher, wenn die nicht bald. Ja, immerhin Feuer getroppt. Das ist doch schon mal was. Wir sehen auch, wenn man das mit den anderen vergleicht, die Sakura ist ziemlich schnell im Feuerspam. Von daher, wer einen Magier braucht, kann dies gerne auf den Charakter Sakura über. Ja, Feuer ist natürlich gegen die ein bisschen. So, bei dem muss man aufpassen, die machen nämlich Bumm, wenn die fertig sind. Hier gibt es natürlich Monster, die aus Eisen bestehen, das ist sehr gut. Die Frage ist, kriege ich hier genug? Ja, da war ich ein bisschen zu weit. Die nächste Frage ist, bin ich hier überhaupt mit Zaubern genug gewappnet? War ich hier nicht schon? Ich habe so das Gefühl, ich war hier schon. Nee, war ich noch nicht. Sonst wären die Monster ja auch weg. Ich Dummerchen. Das Problem liegt einfach daran, dass ich in dieser Mine nicht ganz sicher bin, ob ich genug Zauber bekomme, dass ich die Sakura komplett mit ihrer Zauberaffinität entfalten kann. Deswegen bin ich hier stark abgefahren. In der Hoffnung, irgendwo noch einen zweiten Zauber zu finden. Weil der Feuerzauber hier ist vielleicht nicht ganz so geil. Ich hoffe, dass ich irgendwann die Artefakte. Hier gibt es auch Artefakte, die sind aber, ich muss ganz ehrlich gestehen, die sind Schweine selten. Die sind richtig selten. So Artefakte, und zwar meine ich damit so Ringe, die auch Zaubersprüche beinhalten. Ich weiß allerdings nur nicht, weil die so selten sind, war ich noch nicht in der Lage, mehrere von diesen Ringen, also Feuerring zum Beispiel, wenn du den trägst, den kannst du immer tragen, dann hast du automatisch von vornherein einen festen Feuerzauber. Das Problem daran liegt halt, wie gesagt, dass der Kram so selten ist, dass ich nicht sicher bin, ob ich 2 Feuerringe tragen kann, dass ich somit einen doppelten Feuerzauber kombinieren kann. Versteht ihr, was ich meine? Und am Anfang kriegst du die halt auch nicht wirklich. Von daher, aber bis wir diese Ringe bekommen oder Gebiete haben, die sie droppen, macht das alles keinen Sinn. So, ich muss das hier freischalten. Okay, dann habe ich das schon mal gemacht. Also bei Gleisen immer erst vorher nachgucken. Bevor man jetzt hier großartig schon auf den Putz haut. Ah, der bleibt hier nochmal stehen. Okay. Ist doch nicht ganz so asozial gemacht. Könnte mir natürlich jetzt zurückhauen und hier weghauen, aber da müsste ich ganz am Anfang nochmal hin. So, kann ich irgendwie mit dem Zauber was machen? Ja, sieht man, wie gesagt.
der ist nicht ganz so... Also man sieht, die Hino zum Beispiel, haben wir im letzten Part gesehen, die hat eine starke Affinität für Spezialattacken. Der Christopher Hensel ist eher in Kombi-Attacken ganz gut. Der Sascha ist ein relativ guter... Wie heißt, relativ guter Allrounder sozusagen. Er hat so ein bisschen Angriff, er hat so einiges an Verteidigung, er hat auch ein paar Punkte mehr an Verteidigung als die anderen Charaktere. Soweit ich das beurteilen kann. Und die Sakura hat halt ziemlich gute Zauber. Die ist nicht nur schneller im Zauber spammen, sondern auch, wie heißt's, hat die auch eine höhere Range. Dafür ist halt, ja, der Range von der Attacke ein bisschen meh. Das sind halt so die unterschiedlichen Klassen. Die ist auch nicht ganz so stark. Der Christopher würde zum Beispiel mit einem... mit einer Spezialattacke so ein Ding halt locker klatschen. Eis oder Feuer? Ich habe noch nicht so viele Slots. Also Vita und Phönixfeder ist immer eine Sache, die bei mir in den Slots ist. Jo, das passt hier natürlich ganz gut. Jetzt habe ich Eis. Das bedeutet, dieser Kura kann hier ordentlich was austeilen. Na komm, komm. Ja, bringt nichts, wenn du verteidigst. Ah, super. Guck mal, zweimal Eis, dann ist der Käse auch gegessen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass die noch was droppen. Ein zweites Vita brauche ich nicht. Vita ist nicht häufig zu machen, ist gut. Gefällt mir, das zeigt mir, dass das Spiel mir eine Chance geben will, weil wenn du kein Vita findest, dann wird es richtig interessant. Aber... ja, der hat gut gesessen. Natürlich aufpassen, wenn er uns einen Bitch-Slap gibt, der sitzt. Da hilft es auch kein Schlappen mehr. Ja, Sakura weiß, was gemeint ist. Oh! Ah! Lauf, 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 lauf! So, und jetzt brauche ich doch nochmal einen Vita. Ich habe wieder ein Artefakt. Das ist auch ganz lustig. Egal, was du machst, die Artefakte bedeuten eigentlich, ja, so viel bedeuten die eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Damit meine ich nicht, dass die Artefakte irgendwie sonderlich gut sind. Ah, ich gehe da einfach rein. Ich muss jetzt hier nicht alles abgrasen. Kann ich das überhaupt? War ich hier vielleicht schon? Oh, ja. Naja, 15 Gil ist nicht viel. Vielleicht gehe ich hier oben nochmal lang. Was wollte ich sagen? Hab den Faden verloren. Nee, die Artefakte, die du hier sammelst, die hast du da nicht unbedingt mehr in der Auswahl. Och man, kleiner Knochen, warum? Sondern, wie heißt's, die Artefakte, die du hier sammelst, geben dir kurzzeitig bessere Werte. Das ist ganz gut. Warte mal, 32, ja, Stärke. Ja, Magie hat mir das jetzt gegeben. Ich habe jetzt zumindest ein ausgeliehenes Artefakt, das mir temporär 1 Magie gibt. Das habe ich beim Abfarmen gemerkt, weil es einfach nicht so viel bringt. Wenn du jetzt permanent alle Dingsbums abgrast. Du kriegst halt die Artefakte, die du eingesammelt hast, davon kannst du eins behalten, wenn du es noch nicht hast. Oder eins von irgendwelchen festgesetzten Artefakten. Gut, kein Wunder, warum er das nicht nehmen wollte. Dieser Kreis war sinnlos. Hier gibt's auch nichts. Toll, Sackgasse. Weiß nicht, ob sich das nochmal irgendwann ändert. Ich fürchte aber nicht. Ja, die Dungeons verändern sich auch mit zunehmenden Jahren. Ja, wir werden hier nicht nur ein Jahr spielen und damit hier, wir haben das Spiel geschafft, sondern wir müssen hier mehrere Jahre spielen. Und ja, ich freue mich schon. Abschlussjahr ist zwar immer der selbe Abspann. Alter, ist dieser Kura langsam, wenn die den Kelch trägt. Ich hab's
so das Gefühl, dass die anderen etwas schneller sind. Ja, jetzt. Hier geht's immer noch nicht zum Boss. So. Den kann ich doch bestimmt Überraschungsangriff machen. Ja, mein Zauber reicht für alles. Super. Wunderbar. Ja, Phönixfedern habe ich vielleicht ein bisschen viel. Schaffe ich das? Ah, das hat dich getroffen. Das hat dich getroffen. Das hat dich platt gemacht. Ja, die dicke Axt ist natürlich schwierig zu schwingen. Ne? Und schade, dass ich keine Zauber droppe. Ja, Doppel-Eis. So ein Doppel-Eis wäre natürlich geil. Da muss ich aber echt aufpassen. Ich habe nämlich keinen Bock umzufallen. Das kommt nämlich in der Chronik auch vor, wenn du nämlich einen Dungeon Game Over gehst und ihn nochmal machst. Oder auch mit einer Phönixfeder stirbst. Dann wird der im Dingsbums eingetragen. Ich glaube, hier gibt es eine kleine Höhle. Nee, auf der anderen Seite, glaube ich. Da ist dann dieses Mokri-Haus. Aber gefühlt sind die Minispiele eher so... Meh. Bringt das irgendwas? Nein. Weiß nicht, ich habe aber, muss ich ganz ehrlich sagen, die Minispiele habe ich noch nicht gesehen. Und ein Gameboy-Link-Kabel mit der GameCube verbinden. Müsste ich mir erst ein Gameboy-Link-Kabel holen. Und... ein Game Boy Advance. Yo. Gut. Ich finde die Kamera extrem nervig. Ja, so ist es. Okay, hier sind so diese kleinen Dienen als Laterne. Finde ich eigentlich ganz knuffig. Na, komm her. Yo. Schön. So. Du schaffst es, Kupo. Ja, natürlich schaffe ich das. Ich bin Sakura Shadaro. So, genau hier war das. Wenn du hier reingehst, ist dann halt irgendwie so ein B-Dingsbums. Und dann kannst du halt von mir aus im Tunnel reingehen. Oh, ich habe ein Haus gefunden. Ich habe zwar gesagt, dass ich diese Dinge nicht explizit sammle. Ja, ich hätte gern einen Stempel. Aber wenn mich etwas... wie heißt's? Klar, warum nicht? Machen wir den Gnom nochmal rot. Ich finde rot eigentlich die schönste Farbe. Blau sieht hier irgendwie bei dem so ganz komisch aus. Was wollte ich sagen? Wenn ich irgendwo das Gefühl habe, also mein Instinkt mich irgendwo in ein Kupo-Haus leitet oder ich noch... was weiß ich, warum auch immer, aus meinen Jugendtagen weiß, wo so ein Vieh zu finden ist, dann, wo so ein Haus zu finden ist, dann werde ich das natürlich fürs Let's Play mitnehmen. Wenn ich sage, ich werde mich aber nicht explizit auf die Suche nach dem machen, bedeutet das, wenn ich irgendwo etwas vergesse und ich dafür im Internet nachgucken müsste, das werde ich dann erstmal aussparen. Außer wenn es sich wirklich nochmal extrem explizit gewünscht wird, dann kann ich das in zwischen den Jahren nochmal irgendwo, also nicht zwischen den Jahren im Sinne von hier Weihnachten, Silvester, sondern in einem von den Jahren, die ich sowieso nochmal abgrasen muss, es versuchen nochmal hinzukriegen. Aber das muss ich dann wirklich lautstark gewünscht werden. Da ist aber bei den Let's Plays, auch wenn die Leute das angucken und auch ein paar liken, das finde ich soweit super, trotzdem in der Kommentarsektion relativ still ist. Oder zumindest relativ selten. Also einen Seltenheitswert beinhaltet. Solange das so ist, ja komm hier, den Bommel auch. Wenn schon, denn schon. Soll es ja nicht aussehen, wie soll die nicht halbherzig gemacht werden. wie heißt... super. So, dann hat die Sakura sich noch um ihr Haustier gekümmert. Wunderbar. Und Sakura ist gut zu kleinen Tieren, die schweben.
Auf jeden Fall, warum trage ich jetzt den Kelch? Naja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Wenn sich das halt gewünscht wird, klar kann ich das machen. Aber dann muss ich das wirklich lautstark gewünscht werden. Dass ich diese ganzen Stempel alle nochmal komplettiere. Boah, du Ratte. Vergiss es. Ich müsste eigentlich mal gucken, gegen was der allergisch ist. Aber ich habe sowieso nur doppeltes Eis. Von daher werde ich das so behalten. Na komm. Oh, Fleisch. Ich glaube, Sakura ist nicht so... hat nicht so die Affinität. Wie ist denn überhaupt der Geschmack von der Sakura? Gucken wir mal. Ja, Familie kann ich natürlich noch nicht viel sagen. Ist auch alles neutral. Weil auch jeder Charakter immer den gleichen Startbrief bekommt. Erst wenn sie später dann den Tau der Myrrhe einsammeln, dann kriegen sie, dann kann man anfangen, das Verhältnis der Familie zu formen. Geschmack Sternmöhre, Rundmais. Okay, also Sakura mag viel Gemüse. Fisch ist auch soweit ganz okay, das kann man vertreten. Buntrauben, Kirschen auch. Ja. Ich glaube, das ist das Zeug, was steigert das die... Das steigert die Zauberkraft, genau. Deswegen behält die, ernähre ich die Sakura mit relativ viel Obst. Das müsste dann erstmal ausreichen für die. Während zum Beispiel der... Erdemblen, super. Während der Christopher und die Hino eher Fleisch bekommen von mir, weil das halt die Stärke erhöht. Und der Sascha ist eher so der Typ, der ja Gemüse und so einen Scheiß frisst, weil das halt die Affinität für Verteidigung erhöht und er mit seinen ja, die Klasse der Klavats, der Sascha ist ja von der Rasse her hier im Spiel. Schon eher so ein ruhiger Farmer. Wenn hier, kannst hier später die Rassen auch noch alle besuchen, da wirst du schon merken. Die Ratze von der Sakura haben sie ein bisschen extrem in Szene gesetzt, muss ich sagen. Das ist kein Schamane. Das ist irgendwie ein Krieger. Okay. Das war in der ROM war das problematisch. Nicht der Gegner, sondern später im zweiten Jahr. Das werden wir dann mit dem Christopher machen. Musst du aufpassen, der macht richtig Aua. So, die Minions haben wir schon. Jetzt haust du hinzu. Ja, jetzt hast du gefressen. Die Frage ist, frisst der mehr oder nicht das? Ja, da zweimal frisst. Unsere Sakura ist ein besserer Zauberer als du, Arschloch. Vergiss es. Ich habe immer noch nicht vergessen. Ich habe immer noch vergessen, den Grabber über die... über das Mischpult. Einzustellen. Das machst du fein, aber dieser Kurs ist ein bisschen besser als du. Also hier bei solchen Bossen merkt man das war. Ich würde normalerweise nicht so viel damit tun. Warte mal, will ich komm, wir übertreiben es. Wenn wir es haben, haben wir es. Kraftmüll. Wir haben noch ein paar Buntrauben. Das passt. Schlucki, schlucki, schlucki. Jetzt entweder ganz weit weggehen oder drauf. Eins von beiden. Weil ich glaube, das macht richtig Aua. Fertig ist, ist vorbei. Ich hab's aber, muss ganz ehrlich gestehen, ich bin noch nie in die Situation gekommen, dass der seinen massiven Zauber fertig hat.
muss ich gestehen, hat er noch nie bei mir hingekriegt. Ich habe den immer vorher geklatscht. Immer. Ich weiß nicht, ob nur ihr das hört oder ich, ob ihr das hört. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber diese Übersteuerung, die ist grausam. Also ich höre sie zumindest, kriege ich aber leider nicht besser hin. So ist es einfach. So. So sieht der Kelch aus, wenn der fertig ist. Das ist wunderschön. Das ist super. Wird natürlich auch gleich in unsere Chronik eingetragen. Und dann geht's los. Ins Tagebuch eingetragen. Wunderbar. Oh, von McWees, dem Vater von Sakura, einen Brief erhalten. Oh, okay. Mit Köpfchen. Meine geliebte Tochter, nutze die Kraft der Zaubersteine, um die Karawane auf den rechten Pfad zu führen. Erfülle deine Aufgaben mit Ehrfurcht und nach bestem Gewissen. Schellers Pass herausholen. Jo, ich hab keine Ahnung, was der meint, aber ich möchte natürlich, wenn uns unser Daddy solche schönen Worte mitgibt. Komm, gib mir den Stück Gold mit, warum nicht? Schön! Sieht man gleich. Na, ist noch nicht so weit. Können natürlich sagen, ja, schon klar. Aber passt schon. Beenden, los geht's. Gegenstände nicht, was? Da müsste ich ja relativ wenig. Jo, kommt mir das nur so vor? Oder ist der Videograbber gerade ein bisschen... Hey, so richtig mittig ist der nicht. Ja, komm, passt schon. Alles klar. Ist ja relativ egal. So, Abwehr plus 1, Stärke plus 1, Stärke plus 2. Puh, schwierig. Normalerweise, ja, hier, das hab, ja, genau, das, jetzt seht ihr halt sozusagen das Problem, was ich habe. Beziehungsweise, ich habe nicht ganz so viel Auswahl. Die ganzen Emblems habe ich schon. Ja, komm, nehmen wir mal Zockerwürfel. Komm, warum nicht? Obwohl ich hätte vielleicht die Abwehr nehmen sollen, ist ja auch... Na, ist ja egal. Das wird eine etwas längere Folge heute. Einträge aus dem Jahr 1. Es ist früh und die Zeit des Aufbruchs ist gekommen. Etwas aufgeregt realisieren wir den Beginn einer bedeutenden Reise. In der Nähe der Straße finden wir einen kleinen Platz, wo wir unser Nachtlager aufschlagen, um am nächsten Tag bei Tagesanbruch unsere Suche nach dem Tau der Myrae fortzusetzen. Das Nest der Mogris. Wer hätte gedacht, dass die Mogris von heute in derart modernen Behausungen leben? Doch mit ihrer Freundlichkeit spendeten sie schon vielen Karawanen Trost und Hoffnung. Der Hausherr guckte beim Abschied etwas traurig und ich schüttelte ihm zur Aufmunterung kräftig den Bommel. Oder kam es mir nur so vor, als ob er traurig guckte? Fragezeichen.
Hexe spricht die Zauberformel und der Tau reinigt und bringt Kristall. Und somit spendet er wieder ein Jahr lang unserem Dorf Schutz vor dem gefährlichen Misma, das als Gas in der Atmosphäre schwebt. Na, super. Jawohl, Flöte, Laute. Guck mal, da sind doch die Familien von den Karawanen super mit dabei. Ui, meine Mutti, mein Papa tanzen. Ui, Sakuras Geschwister auch. Da ist die Sakura, die noch tanzt. Super, der kleine Bruder von ihr. Wunderbar. Mein Charakter tanzt auch wie verrückt. Die Hinos. Die Hinos, bekannt für ihre Gewandtheit. Erstmal Salto gemacht. Kurz nach unserem Aufbruch wurden wir plötzlich von einem Lilith... Oh, scheiße, Entschuldigung. Ja, ihr könnt ja auf Pause drücken. Die Gegend um den Fluss Belle herum ist eine wunderschöne Grünlandschaft. Das Wasser des Flusses war so klar und rein und funkelte grell im Sonnenlicht. In der Nähe des Wasserfalls gab es eine kleine Lichtung, wo wir gegen die Monsterkrabbe kämpften und sie glorreich besiegten. Oh, schön, das ganze Dorf ist zusammen. Ja, jetzt gucken wir die Hino nicht so sehr in den Rock. Wir trafen auf die königliche Karawane aus Alphitaria. Der schwarze Ritter sorgt offenbar auch in Alphitaria für Gesprächsstoff. Herakt sprach von ihm wie von einem kühnen Helden. Wie stark muss man wohl sein, um in einer von Misma getrennten Welt seinen Namen weit über die Grenzen des eigenen Landes hinaus erklingen zu lassen? Tja, das sind die Liliths, ne? Diese kleinen Kampfgnome, die haben es eigentlich schon drauf. Zur Abwechslung verließen wir heute die großen Straßen und wanderten auf einem kleinen Waldweg, als uns plötzlich eine Gruppe von Klavats ansprach, das ist meine Rasse, die etwas planlos unter einem Baum standen. Ihr Aussehen nach zu urteilen, war es bestimmt die Karawane aus Funk, wenn wir auch noch später besuchen. Ja, die haben uns zum Picknick eingeladen. Das war schön. Wir speisten gemeinsam mit der Karawane aus Funk. Ihr Brot war so frisch, als wäre es gerade aus dem Ofen gekommen. Oh, lecker. Und ihr geräuchertes Fleisch war weich und zart. Es war der reinste Gaumenkitzel. So gut hatten wir schon lange nicht mehr gegessen. Aber irgendwie vermisse ich das Brot von Mutti, das schon steinhart aus dem Ofen kam und an dem man sich beinahe das Gebiss ausrenkt. Mies. Der Misma-Strom. Etliche Karawanen vor uns durchquerten bereits diesen Strom. Und wir sind nun in ihre Fußstapfen getreten. Andere Karawanen werden wiederum in die unseren treten. Es war so, als wären wir mit einem Stückchen Geschichte in Berührung gekommen. Je näher wir den Pilzwald kamen, desto kleiner kam ich mir vor. Aha. Nicht nur, dass auf einmal überall Pilze hervorsprossen, sondern sie wuchsen noch mitten mit jedem Schritt, den wir Richtung Wald traten. Der ganze Boden unter unseren Füßen war übersät mit Pilzen. Und ich fragte mich, ob sich das Wort Fußpilz von diesem Wald hier ableitet. Der Morbol oder Malboro bezwangen wir nur mit Mühe. Aber wir bezwangen ihn und erhielten unseren Myretau. Lalala. Die Musik ist anständig, ist schön. Das Dorf Marl. Von hier begannen die Liliths ihre Herrschaft auszubauen. Aha, ne, Christopher? Beinahe die ganze Welt sollten sie unterworfen haben. Nicht zuletzt wegen des Eisens, das sie zutage förderten. Von dem einstigen Glanz war nicht mehr viel zu sehen.
Denn die Zeit macht alles vergänglich. Ruhm, Macht, Freude, Trauer. Einfach alles. Schön. Ich muss sagen, die Einträge sind schön gemacht. Früh am Morgen trafen wir auf die Karawane aus Alphitaria. Majestätisch marschierten sie in Reih und Glied an uns vorbei. Disziplin ist ihre oberste Diskretive und die schienen sie offenbar sehr treu zu befolgen. Entschuldigung, die Minen von Cato Riges, Sakuras Minen, die erinnern an die ehemalige Herrschaftszeiten der Liliths. Nun sind es die Orks, die hier herrschen und die Unwesen treiben. Die Bomber, die als Lampen von der Decke hingen, spendeten nur wenig Licht und ließen die Schatten gruselig an den Wänden tanzen. Im alten Speisesaal bezwangen wir den Orkkönig und holten uns den Tau des Mirebaums. Schön, na, herrlich. Jo, das war der letzte Eintrag. Jetzt wisst ihr, was auf der ersten Reise so auch offscreen so ein bisschen passiert ist. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben uns auf unserer ersten Reise wacker geschlagen. Die Welt da draußen ist voller Überraschungen, voller einzigartiger Begegnungen, überschattet von einem sanften Hauch Leid. Wenn ich meine Augen schließe, durchlebe ich die vielen Abenteuer noch einmal. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Froh, dass es unser Dorf noch gibt. Heute ist das Kristallfest und es wird gefeiert werden. Schön, super. Damit haben wir das erste Jahr hinter uns. Das ist schon mal geil. Dorf Comedy, zweites Jahr. Wir sehen hier den Mismastrom. Das bedeutet Feuer, Wasser, Erde, Wind. Damit können wir die Welt bereisen. Und ja, wir gehen jetzt erstmal weiter. So, die Sakura. Hat der Roland uns noch was zu sagen? Ein schwarzer Ritter soll die Gegend unsicher machen. Lasse Vorsicht walten. Das werde ich. Deine Eltern sorgen sich um dich. Ja, ich werde nochmal mit denen sprechen. Ey, sieht schon leicht creepy aus, wie die Sakura schon geschrieben hat. Aber was Zauber angeht, geht's ab. Schön, dich zu sehen. Und gut siehst du aus. Freut mich, dass es dir offensichtlich gut geht. So. Babi. Sakura-chan. Du musst schon los. Es ist nicht viel, aber gib es sinnvoll aus. Danke. Guck mal, ein Taschengeld von Papi. Ja, der kleine Bruder hat nicht so viel zu sagen. Die Kuh gibt Milch. Milch macht groß und stark. Oh ja, her damit. Milch ist gut. Lecker. So. Milch gibt es keine mehr. Oh, schade. Gut. Ja, die Kuh hat jetzt Milch gegeben. Können wir immer pro Charakter immer dementsprechend was abgrasen. Bist du nicht eine Freundin von Hino? Natürlich. Es ist ein nützlicher Gegenstand für die Reise. Kann dieser Kura gebrauchen? 1, 2, 3, 4. Mehr als 3 Phönixfedern brauche ich nicht. Brauche ich Eisensplitter? Ich behalte mal von jedem eine Sache. Ich habe keine Ahnung, wofür wir den Schellers Pass brauchen. Deswegen behalte ich den mal. Ich glaube, den brauchst du, um später in irgendeine... Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir ja in die Kommentare schreiben. Also ich weiß es bestimmt, aber... Jo, Alter, Sakura, 1500 Tacken. Das passt soweit. So, dann verlassen wir das Dorf. Und dann ist es mit dem Part eigentlich auch schon gut, weil wir sind schon wieder 40 Minuten am Quatschen. Länger möchte ich diesen Part nicht machen. Und beim nächsten Mal geht's mit dem Christopher weiter. Dass wir den auch mal sehen, den Kerl. Wenn dieses Jahr auch zu Ende ist, kurze Anmerkung, und sich immer noch keiner gemeldet hat, als Charakter hier vorzukommen, hat er Pech gehabt. Das bedeutet, ja, weiter geht's nicht. Ja, im dritten Jahr werde ich keinen neuen Charakter anfangen, weil es echt hardcore ist. Weil ab dem dritten Jahr werden die Dungeons stärker.
Und da kannst du dann mit neuen Charakter kannst du echt vergessen. Also, wie gesagt, heute noch oder beziehungsweise jetzt die nächsten 3-4 Parts noch und dann hast du schon. Höre, was ich zu sagen habe, bevor du erneut aufbrichst. Was immer dir widerfahren mag, kehre stets in dieses Dorf zurück, in deine Heimat zurück. Selbst wenn der Kristallkelch nicht mit dem Tau der Myrrhe gefüllt ist. Vor langer Zeit zog ein waghalsiger junger Mann los, um die Welt von Gift des Missmaß zu befreien. Heute ist die Welt immer noch vom Missmaß überzogen und der junge Mann ist verschollen. Hoch soll man sich die eigenen Ziele stecken, doch man sollte ihnen gewachsen sein. Sonst ist der eigene Ruin das Einzige, was man erreicht. Ich sage es noch einmal, komm heim, was immer auch geschehen mag. Kehre zurück in dein Dorf kommen, denn hier findest du deine Freunde und deine Familie. Nun denn, lebe wohl. Alles klar, mach's gut, Roland. Tschüssi. Jo, ich werde, genau, weil es diese Besonderheit gab, weil ich habe ja so ein kleines bisschen Déjà-vu bei manchen Sachen, werde ich nochmal bis dahin gehen. Und zwar folgendes, um den nächsten Mismastrom zu besiegen, brauchen wir halt Feuer. Feuer gibt es aber nur... Oh, was haben wir denn hier? In dieser Mine, die sich später erstellt hat. Uff, uns hat's erwischt. Wir haben ihn getroffen, den schwarzen Ritter. Dabei wollten wir nur sehen, wie stark er wirklich ist. Aber sein Kampfstil hat nichts mehr mit Waffenkunst zu tun. Wie ein Berserker fing er plötzlich an, auf uns loszugehen. Wie ein wild gewordener Cerberus stürzte er sich auf uns. Wenn der dir irgendwann über den Weg laufen sollte, mach, dass du fortkommst. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Ja, genau, folgendes. Und zwar der Emulator, wie gesagt, wir können ja hier im First Belly können wir ja nur Wasser und Wind kriegen als Kristallelement. Und deswegen ist im zweiten Jahr oben rechts die Mine oder beziehungsweise so ein Orkwall. Das ist ein Drecksack. Gehört zu der Klasse von der Hino, ist aber ein Drecksack. Dieser Typ. Da können wir dann Feuer kriegen. Und da gab es auch diese Probleme. Einen schönen guten Tag. Unser Papau hat sich verletzt. Und nun sitzen wir hier fest. Ein Laib Bauernbrot würde vielleicht helfen. Und dann mit Salbe einschmieren und auf die Wunde kleben. Hast du vielleicht etwas... Hast du vielleicht so etwas? Mehl ginge vielleicht auch. Ja, bei dem muss man aufpassen. So, wir konnten ihm jetzt leider nichts geben. Hehe, Zeit müsste er genug gehabt haben. Du bist der geborene Schauspieler, Boss Mogrivillian. Mogrivillian, ach du Scheiße. Baldaft, auf zum geheimen Treffpunkt. Wie war es, Opa? Fette Beute gemacht? Ja, sind wir jetzt reich? Also folgendes. Der Typ sollte uns ablenken und der Opa sollte ein bisschen uns ausrauben, aber irgendwie vergeigen die drei das immer. Kupo? Hey, hörst du überhaupt zu, Opa? Aber ja, ich hab dich gehört. Ihr lenkt die Karawane ab und inzwischen räum ich ihren Wagen leer. Ganz genau. Und wo ist die Beute? Hä? Ist das alles, was du zu sagen hast? Du willst wohl alles für dich behalten. Was ist? Wie lange habe ich geschlafen? Och Mann! Ins Tagebuch eingetragen. Ich finde die goldig. Wenn sie auch ein bisschen assig sind. Also wir versuchen halt hier die Karawanen irgendwie. Sind halt Überlebenskünstler. Jo, folgendes. Und zwar, damit wir halt auch dementsprechend alles kriegen und ständig aus dem Dorf rauskommen, gibt es im zweiten Jahr diesen Goblin-Wall. Das bedeutet, wir haben jetzt hier Feuer und Erde und im Fluss Belly haben wir Wind und Wasser. Als, hier als Kristallelement. Der Emulator ist bei dieser Mine, bei diesem Goblin-Wall immer an der gleichen Stelle abgeschmiert. Immer wenn ich den Tau der Myrrhe sammeln wollte, dann... Und von daher, keine Ahnung, warum ich da bis dahin 14 Parts gebraucht habe. Das habe ich jetzt hier
Habe ich beim ersten Let's Play Aufnahme, bei der ersten Let's Play Aufnahme habe ich bei Part 13 aufgehört. Die Frage ist, warum? Naja, ist egal. Wir machen beim nächsten Mal genau hier weiter. Aber vorher nochmal speichern, weil ich will halt nicht zu viel im Vorhinein produzieren. Im Fall, dass noch jemand reinkommt und sagt, ey, Grafi, Sascha, ich will mit in die Karawane. Hau mir bitte einen dementsprechenden Charakter rein. Deswegen kommt immer mal so ein, zwischendurch so ein Final Fantasy Crystal Chronicle Part hoch. Und ja, gut, wir haben hier gespeichert. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Liken, kommentieren, mitdiskutieren sehr gerne. Ich nehme auch Tipps an. Das Spiel selbst könnt ihr mir nicht mehr spoilern. Das bedeutet, ich kenne das Spiel halt. Ich habe das halt schon durchgespielt und ein paar Sachen weiß ich noch. Von daher braucht ihr da auch keine Angst haben, dass ich irgendwie mad oder so bin, wenn ihr was... wenn ihr trotzdem etwas schreibt und es als Spoiler gehen könnte. Aber wenn ihr doch was spoilert, wäre es vielleicht ganz nett, es mit einem kleinen Sternchen, Spoiler-Sternchen zu markieren. Für die Zuschauer, die die Kommentare gerne lesen, falls welche kommen, da muss ich ja auch realistisch sein und sich nicht spoilern lassen wollen. Es gibt ja auch einige, die es sehen und das Spiel nicht kennen. Ich persönlich lese halt alle Kommentare, natürlich, und mich kann man da nicht mehr spoilern, also von daher alles entspannt. Wir sehen uns im nächsten Part, ist jetzt ein bisschen länger geworden, klar, aber dafür kommt Final Fantasy jetzt nicht wie die anderen Projekte täglich oder relativ häufig, sondern immer so zwischendurch ein Part, wenn es halt gerade passt. Und bis dahin, macht's gut, danke fürs Reinschauen, wir sehen uns, euer Grafi, ciao!